Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit willkommen zum Blick in die Märkte am Freitag in den Handelsideen mit Neuseeland-Dollar, US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und Austral-Dollar, US-Dollar. Dann der große Index-Check. Da wird sich der ein oder andere heute Morgen die Augen gerieben haben, als er gesehen hat, wo der DAX steht. Ordentlicher Kursschub nach oben. Das Ganze nach Neuigkeiten zum Thema Covid-19 und der Wiederbelebung der Geschäftstätigkeiten in den USA. Positiv natürlich auch auf das, was in Deutschland so Stück für Stück gemacht wird. Das schauen wir uns direkt an. Und im zweiten Teil schauen wir darauf, wie es der US-Wirtschaft momentan geht. Wir haben ja gesehen, dass das BIS-Book, der sehr, sehr wichtige Wirtschaftsbericht in den USA, der ist am Mittwoch veröffentlicht worden. Und ich hatte es ja gesagt, es ist wichtig, dass wir wissen, was dort los ist. Deswegen schauen wir heute in die Details im zweiten Teil. Das sehen wir schon im Hintergrund an dieser Stelle. Und damit auch die Einladung wie immer gegeben, wer Fragen hat von den Live-Zuschauerinnen und Zuschauern hier, an dieser Stelle bitte nutzt die Chats auf GoToWebinar und Facebook und ich schaue sehr, sehr gern in den ein oder anderen Wunschmarkt. Und damit starten wir durch hier. Zuerst der Risikohinweis an dieser Stelle bitte zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu den aktuellen Nachrichten für den heutigen Tag. Viel ist nicht los. Auf der Nachrichtenseite Dinge aus Japan, nein, aus China haben wir bekommen. Heute Nacht bzw. am frühen Morgen die Anlageinvestitionen im März sind deutlich zurückgegangen. Hier an dieser Stelle war die Prognose minus 15,1, tatsächlich waren es dann 16,1. Das BIP ist weiter geschrumpft, aber man hört schon in den Nachrichten bei weitem nicht so schlimm, wie das entsprechend hätte sein können. Die Industrieproduktion hier im März ist auch um 1,1% nur geschrumpft, 7,3% Rückgang sind erwartet worden. Also von der Seite her sind es Zahlen, die die Märkte doch, sage ich mal, nicht zurückhalten von den Kursanstiegen. Die Industrieproduktion in Japan ging erwartungsgemäß auch etwas zurück, minus 0,3, allerdings unter der Prognose. Die Prognose hat auch mit einem Rückgang gerechnet, beziehungsweise mit einer Industrieproduktion mit einem Wachstum von 0,4%. Das letzte war ja 1%, von der Seite hier erleichterte Rückgang im Februar. Aber es ist ja nicht anders zu erwarten gewesen, wenn man sieht, was an der wirtschaftlichen Seite einfach los ist, dadurch, dass die Nachfrageseite so stark zurückgeht. Wir bekommen 11 Uhr den Verbraucherpreisindex in der EU. Gut, da wird es, denke ich mal, nicht wirklich zum Himmel schreiende gute Zahlen geben. Da ist halt einfach der Inflationsdruck momentan raus, wenn man allein mal sieht, wo der Ölpreis steht, der ja immer auch ein Inflationstreiber gewesen ist. Da sollte nicht viel kommen. Heute Abend dann der Blick in die Bücher der Big Boys hier, der COT-Report. Wie immer um 21.30 Uhr aus den USA an dieser Stelle. Und damit blicken wir in die Charts hinein. Und zwar starten wir zuerst einmal mit den drei Handelsideen. Hier nicht der DAX, sondern wir starten mit den Währungen. Und zwar erst einmal mit dem Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und da sehen wir eine interessante Verortung innerhalb eines Keiles. Hier ist das Ganze mal eingezeichnet worden. Und weil es ein Keil ist, möchte ich an dieser Stelle nochmal eine Ebene nach oben gehen. Und zwar auf die Ebene, dass wir sagen können, wir schauen einfach mal kurz in den Wochenchart rein. Nur um mal die Einordnung zu machen, weil hier gibt es zwei Komponenten, die hier an dieser Stelle wichtig sind. Schauen wir uns den Wochentrend an, dann sehen wir ganz klar, der ist abwärts gerichtet. Es ist eine Aneinanderreihung von von fallenden Hochs und fallenden Tiefs. Von der Seite her roundabout die Definition für einen Abwärtstrend. Und das Korrekturmuster, das wir hier an dieser Stelle sehen, ist ganz klar momentan innerhalb des Keils hier an dieser Stelle verortet. Es gibt auch noch weiteres Potenzial zur Oberseite hin, wenn wir mal schauen, hier oben dieser alte Bruchbereich, den sehen wir ja auch, wir haben hier um die Marke von knapp 0,62 einen Verkaufsbereich und der ist durchaus ohne weiteres anlaufbar durch das, was wir momentan hier sehen. Und aus diesem Grund, weil wir hier diesen Keil halt haben, schauen wir uns das Ganze mal im Tageschart an. Da gibt es nämlich zwei interessante Trading-Ansätze, die man hier fahren kann. Zum einen den Ansatz, dass man einfach sagt, okay, Guys, was haben wir hier momentan als aktuellen Trend
im Tageschart. Ja, da meine ich jetzt nicht das übergeordnete Bild, sondern wir beziehen uns jetzt einfach mal auf den Trend, der hier momentan ist. Und da sehen wir es hier eingezeichnet, das ist mit Sicherheit ein laufender Aufwärtstrend. Warum? Steigende Hochs, auch wenn sie nur leicht steigen, steigende Tiefs. Das ist mal die Definition für einen Aufwärtstrend. Und innerhalb dieses Trends haben wir gestern schon einen leichten Aufkauf hier unten gesehen, eine leichte Umkehr. Das ist heute Nacht leicht bestätigt worden. Jetzt ist es halt an dieser Stelle wichtig, dass wir weiter nach oben laufen. Gebrochen wird dieser Trend erst, wenn wir hier unten um die 0,58430 drunter laufen. Aber sollten wir hier unter das Tief laufen, das Tagestief von gestern, das haben wir liegen bei 0,59215. Ich ziehe das mal ganz kurz hier runter, also beziehungsweise mache ich mal eine andere Markierung dran. Also hier unten, da in etwa, da haben wir das Tagestief von gestern. Wenn es da drunter läuft, dann kriegen wir natürlich untergeordnete Abwärtsdynamik, was dann eher erst einmal für den Ausbruch aus diesem Keil sprechen würde, aber immer noch in diesem Kontext hier zur Korrektur des laufenden Aufwärtstrends zählen würde. Schauen wir uns den Aufwärtstrend an und wir bekommen tatsächlich weiter steigende Kurse, dann ganz klar die Oberseite hier, erster Anlaufpunkt, das aktuelle Trendhoch um die Marke von 0,61300. Sollte es dort oben drüber gehen, wie schon gesagt, dann haben wir hier den übergeordneten Verkaufsbereich, den hatten wir ja gerade im Wochenchart auch gesehen, knapp um die Marke von 0,62. Und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal im hier kleineren Trendverlauf an dieser Stelle auch an. Hier nehmen wir mal die Stunde auch mit rein. Und da sehen wir es, was hier ist. Das war der Abwärtsschub, die Korrektur. Jetzt mache ich hier den höheren Zeitrahmen mal rein, damit wir mal den Aufwärtstrend auf Tagesbasis sehen. Ja, der ist hier schön mit am Laufen. Und wir sehen es hier unten, die Korrektur ist mittlerweile beendet. Hier der Abwärtstrend wurde rausgenommen. Ich mache mal den Lower Time Frame rein, ob wir es da gut sehen. Jawohl, wir sehen es hier an dieser Stelle. Also schaut, hier ging es wirklich nach unten. Hier an dieser Stelle hatten wir das letzte Trendkorrektur hoch. Da ist der Markt jetzt drüber gelaufen. Und wenn wir hier tatsächlich jetzt die Fortsetzung des Ganzen bekommen, das heißt hier irgendwo aus der Korrektur heraus nach oben laufen, dann hätten wir hier im kleineren Bereich wieder einen Aufwärtstrend, der in Richtung des aktuellen Tagestrends läuft. Und damit haben wir erst einmal die Chance, wie schon gesagt, hier zum aktuellen Zwischenhoch um die Marke von 0,61300 reinzulaufen. Zwischenanlaufpunkt hier oben. Diese Marke, hier sehen wir es an dieser Stelle hier ganz knapp, die Marke um die 0,6109 der Oberseite hier als Korrekturhochbereich an dieser Stelle. Das zum Neuseeland-Dollar, US-Dollar auf der Long-Seite. Wir müssen allerdings an dieser Stelle auch wirklich noch beachten, die Short-Seite kann durchaus angelaufen werden, nämlich dann, wenn wir tatsächlich unten drunter durchbrechen, wenn wir nachhaltig aus dieser Konsolidierungsformation auf Tagesbasis ausbrechen, da müssen wir allerdings wirklich sinnvollerweise in die Situation kommen, dass dieser Aufwärtstrend rausgenommen wird. Und das ist halt wirklich erst der Fall, wenn wir hier unten unter das Trendtief drunter laufen, das haben wir liegen um die Marke von 0,58430, dann ist der Ausbruch weg. Der ist durch, der Trend hier ist dann gebrochen, der Aufwärtstrend, den wir auf Tagesbasis sehen. Und dann haben wir den Weg frei nach unten, hier Richtung rein, Richtung des aktuellen Jahrestiefs um die 0,5468. Und da gibt es natürlich zwischendrin auch noch Anlaufpunkte, die beleuchte ich auch mal ganz kurz. Also wenn wir tatsächlich hier dieses Trendlevel brechen, da ist noch viel Platz nach unten. Also die kurzfristig agierenden Trader können dann ruhig ohne weiteres die Korrektur hier des Aufwärtstrends nach unten als Handelssetups mitnehmen, ist überhaupt kein Problem. Das große Bild, wie schon gesagt, läuft dann abwärts, wenn wir hier tatsächlich unten drunter durchschieben und dann ist das Potenzial nach unten gegeben. Zwischenanlaufpunkt sehen wir hier unten um die 0,559. Das war nach diesem ersten Anstieg mal ein Rücksetzer hier unten in diesen Bereich rein und dann natürlich das Trendtief an dieser Stelle. Den Rücksetzer sehen wir übrigens auch hier unten, schaut es euch an. Wir hatten hier, ich zoome es mal etwas näher zusammen, das war der gesamte Rückgang. Dann hier nochmal eine Korrektur, der erste Schub nach oben, der Start sozusagen der Aufwärtsbewegung. Dann ging es hier nach unten und das war halt das erste Zwischentief, nachdem es dann hier nach oben lief. Und das kann man durchaus auch als Drehpunkt mitnehmen, als Anlaufpunkt zur Unterseite, weil wenn wir tatsächlich hier unter das Trendtief drunter laufen, ist er gebrochen und damit ist gut. Und das aus jetziger Sicht zum Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Wir machen weiter mit Australdollar, US-Dollar. An dieser Stelle mal wieder der Blick in das große Bild hier. Und da sehen wir weiterhin
einen Markt, der zwei Richtungen auch vorgibt. Das große, große übergeordnete Bild ist weiterhin abwärts gerichtet. Sollte, glaube ich, jedem ersichtlich sein. Das sehen wir auch schön, wenn wir in die Woche reinschauen hier. An dieser Stelle schaut's, wir sind hier weit, weit nach unten gelaufen. Aber und da genau das gleiche, der gleiche Sachverhalt wie den, den wir gerade im vorhergehenden Währungspaar gehabt haben. Schaut's euch an, hier an dieser Stelle. Wir sind zwar verortet in dem übergeordneten Trend, der abwärts gerichtet ist, aber der aktuelle Trend auf Tagesbasis ist aufwärts gerichtet. Wir haben das Zwischenhoch gesehen um die 0,6445. Das ist hier dieser Verkaufsbereich, dieser Schubbereich nach unten hin, als sich die übergeordnete Trenddynamik fortgesetzt hat und endete hier unten im Jahrestief um die 0,5509. Seitdem trendet der Markt hoch. Wir haben es gesehen, die Korrektur nach unten ist gelaufen. Wir hatten gestern ein schönes Umkehrsignal bekommen. Das wurde gerade bestätigt. Und wenn sich das Ganze jetzt nach oben fortsetzt, wird es nämlich sehr, sehr interessant. Laufen wir nämlich hier oben nicht nur dran, sondern drüber, ebnet sich der Weg nach oben rein. Heißt also an dieser Stelle, wenn wir es tatsächlich schaffen, über die 0,6445 drüber zu laufen, über diesen Bereich hier, ist der Weg frei in das Zwischenhoch hier um den Schwungbereich bei 0,667. Und das kann man durchaus auf der Uhr auch haben. Heißt also, blicken wir mal in die Stunde und da sehen wir es schön am Laufen hier. Wir haben einen aktiven Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend hat diesen letzten Schub nach unten definitiv rausgenommen. Das heißt, mit Bezug, ich mache das mal kurz im 4-Stunden-Chart, mit Bezug auf diesen laufenden Aufwärtsschub, hier haben wir es gesehen, da kam die Korrektur rein und jetzt sehen wir es, hier schwingen wir schon wieder nach oben. Die Korrektur ist definitiv beendet und wenn sich das hier oben fortsetzt, das ist das, was wir schön in der Stunde sehen, wenn wir jetzt hier aus dem Stundentrend reinkommen, hier, das ist der Stundentrend, den wir haben, dann aus der Korrektur nach oben wieder laufen, dann haben wir tatsächlich die Chance, oben reinzulaufen, hier über das Zwischenhoch bei knapp 0,638. Drüber zu laufen und dann den Weg nach oben weiter vorzuschreiten und den nächsten Test dieses Widerstandsbereichs hier oben auch anzugehen. Und das ist dann der Punkt, an dem es wirklich sehr, sehr wichtig wird, eine Richtung zu sehen. Prallen wir wieder ab, dann haben wir eher die Chancen auf der Unterseite. Laufen wir aber drüber, dann können wir weiter nach oben steigende Kurse erwarten. Das alles werden wir aber erst hier oben sehen. Und wenn wir jetzt schön unten rauskommen, und das ist jetzt das Interessante auch für die kurzfristigen Trader, dann nimmt man sich ruhig diesen laufenden Aufwärtstrend hier in der Stunde zu Buche, schaut in die kleine Zeiteinheit und wenn wir hier dann wieder von unten nach oben trenden, das wäre dann echt interessant. Dann haben wir die Umkehr der Nachfrage und dann sehen wir schön den Markt nach oben laufen. Wie schon gesagt, noch ist hier nach unten alles intakt, aber dann, wenn wir nach oben trenden sollten, dann können wir durchaus schön die Oberseite mit bespielen und dann, wie schon gesagt, hier den Markt deutlich nach oben anlaufen. Und das ist doch ein feines, interessantes Level. Was übrigens hier an dieser Stelle auch interessant ist, wo der Markt angefangen hat zu drehen. Hier, schaut euch das mal an. Das hier ist ein Unterstützungsband, ein alter Bereich, der schon oftmals Markterfahrung hatte. Heißt also hier, dieser Schwungbereich, wenn wir uns den mal anschauen wollen, der ist schon von unten getestet worden, der ist von oben getestet worden, jetzt sind wir drunter und wieder drüber. Also dieser Schwungbereich ist relevant und wenn wir hier tatsächlich rumdrehen und hier wieder Käufer finden, das wäre ein gutes Zeichen und das wäre dann der erste Beweis, dass der Markt eher nach oben als nach unten möchte im Australdollar, US-Dollar. Und damit schauen wir auf das Währungspaar Euro-Schweizer Franken weiter auf dem Weg zur Parität. Wir sind noch ein ganzes Stückchen von der Parität weg. Ich möchte das an dieser Stelle auch sagen im Euro-Schweizer Franken. Also ich persönlich würde hier nicht Haus und Hof drauf verwetten, dass wir bald die Parität sehen. Wir hatten diese Diskussionen ja vor einiger Zeit auch schon mal im Währungspaar Euro-US-Dollar und diejenigen, die da auf die Parität gehofft haben, die sind richtig böse enttäuscht worden. Das heißt, das sollte man wirklich nicht zu früh in den Mund nehmen, dieses Wort. Aber es ist natürlich so, wir sehen hier weiterhin diesen Abwärtsdruck. Wir sehen nach dem Bruch dieses Levels hier aus dieser alten Unterstützung raus, um die Marke von 1,065, ist der Markt nicht zum Halten gekommen. Wir sind runtergelaufen, hatten ein neues Jahrestief geschrieben, um die Marke von 1,052.
dann gab es etwas an Korrektur hier an dieser Stelle. Hier sind wir kurz mal drüber gelaufen. Wir schauen uns das Ganze gleich im Tageschart an, nur um dann gestern bzw. aktuell hier im aktuellen Wochenverlauf ein neues Jahrestief zu schreiben. Und das zeigt uns natürlich den mittelfristigen Weg auf. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz kleiner zoomen, damit wir hier mehr Historie reinbekommen. Der Weg ist weiterhin frei zur Unterseite und die Unterseite zeigt uns den nächsten Anlauflevel hier unten in diesem Unterstützungsband. Das ist schon sehr, sehr alt. Das kommt aus dem Jahr 2015 und liegt hier irgendwo im Bereich von zwischen 1,03 und 1,023 hier in diesem Bereich. Das ist der Anlaufpunkt, den der Markt scheinbar wirklich einfach erst einmal anlaufen möchte. Was an dieser Stelle natürlich auch wichtig ist, zu beachten hier, dieses Level, wo wir momentan auch sind, es ist kein einfaches Level, aber hier waren drüben mal im Jahr 2015 auch nach oben hin immer wieder das Level gewesen, rüber, drunter, rüber, drunter, rüber, drunter. Also es ist ein Level mit starker Marktbeachtung und das ist jetzt das Wichtige, nämlich wenn das nachhaltig durchbrochen wird nach unten, dann ist das ein Zeichen von großer, großer Schwäche. Und in diesem Moment haben wir die Unterseite halt mit einem weiteren Verkaufsargument befeuert. Das Ganze aus der Woche jetzt mal mit dem Blick in den Tageschart hinein. Und da sehen wir schön, wie der Markt hier nach unten trendet. Das heißt, der Bewegungstrend der Woche ist voll intakt an dieser Stelle. Wir sind jetzt hier gestern unter das Trendtief drunter durchgebrochen und halten uns jetzt leicht um diese Marke hier rum. Und weil das so ein wichtiges Level ist, ist das halt auch interessant. Was macht der Markt jetzt hier unten? Ja? Fallen wir hier unter das Tagestief von gestern drunter, dann ganz klar ist der Weg nach unten weiter vorgegeben. Und wenn man mal sieht, wo die Korrektur reingelaufen ist, hier oben kurz über dem Widerstand drüber und dann direkt wieder in den Abverkauf rein. Wenn wir da mal eben ganz kurz drüber legen, wie weit das Ganze laufen kann nach unten, das heißt das Ganze einfach mal doppeln, das heißt diesen oberen Bereich hier unten rangespiegelt, dann können wir mal schon locker davon ausgehen, dass jetzt aus der aktuellen Korrektur heraus das Potenzial nach unten in Richtung 1,4 definitiv vorhanden ist, ne? Und dass der Markt das momentan auch spielt. Solche Szenarien, das sehen wir hier, wenn wir uns mal diese Korrekturtiefe hier in etwa ausmessen, wo wir reingelaufen sind, dann sehen wir halt, man hat da schon planmäßige Anlaufpunkte, die man sich mit rausnehmen kann aus diesen Unterstützungsbereichen heraus. Und wenn man sieht, wo es herkam, dann ist es einfach ein wichtiger Fakt, den man hier beachten muss, hoppala, komm mal her hier, dass man diese Berechnungsmethoden mit einbeziehen kann und damit natürlich dann auch ohne weiteres sich orientieren kann am Markt. Jetzt haben wir allerdings hier in diesem Bereich leider nicht, wie als der vorige Korrekturbereich zu Ende ging, einen Orientierungspunkt an dem alten Unterstützungsbereich, sondern hier ist einfach Luft drinnen und deshalb muss man das Ganze sehen. Für die kurzfristigen Trader interessant zu sehen, was passiert hier in diesem Bereich momentan rum. Das heißt, hier an dieser Stelle, wo drehen wir uns? Und da sehen wir halt, hier ist sehr, sehr, sehr wenig Bewegung um dieses Zwischentief, was wir hier haben. Und wenn wir uns das mal im kleineren Bereich auch anschauen, ja gut, dann sage ich mal, sehen wir hier nicht wirklich viel an Bewegung. Ich zoome es mal kurz anders rein. So, jetzt haben wir es da. Also, wir sehen es hier. Übergeordnet ist das Ganze definitiv abwärts gerichtet. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Der Markt kommt runter, ist in die Korrektur gelaufen. Aber wir sind halt momentan noch leicht über diesem Niveau. Und das heißt an dieser Stelle, sollten wir tatsächlich einen Abprall bekommen, dann sieht das Ganze am Ende oder im Endeffekt so aus, dass wir hier aus diesem Drehlevel um das Tief von 1,052 nach oben laufen und hier oben drüber schwingen. Und dann können wir uns auf der Oberseite etwas rausnehmen. Das heißt, hier mal schauen, das war der letzte Ausbruchsbereich hier um die Marke von 1,053 beziehungsweise die kurzfristigen Trader, die können dann halt nach oben schauen, wo wir Swing Highs haben. Und das wären mal locker diese Bereiche hier um die, naja, schaut euch das hier selber an, um die 1,054 und ein bisschen was hinten dran, hier der Ausbruchsbereich, beziehungsweise das Ausbruchsbereich hier drüben war dann auch der Korrekturbereich. Wenn es dann weiter nach oben gehen sollte, wie schon gesagt, dann können wir auch ohne weiteres weiter oben reinlaufen, hier das nächste. Und hier sieht man mal wieder in diesem Markt, jetzt muss ich mal kurz in die Stunde reingehen, damit man sieht, wo es ranläuft. Wir suchen in dieser Währung, in den Korrekturen auch immer mal wieder Ausbruchsbereiche, ne? Wenn ihr euch das mal anschaut hier, das der Abwärtstrend, hier eine Bewegung und eine Korrektur. Hier war der Verkaufsbereich, die Korrektur ist genau am Verkaufsbereich umgekehrt. Und das sind die interessanten Marker, die wir haben. Und das ist das, was wir für die
Gegenbewegung für die kurzfristige von unten nach oben durchaus erwarten können. Ansonsten, wenn wir hier um diese Drehlinie tatsächlich drunter brechen, dann natürlich der Weg frei zum aktuellen Jahrestief. Und wenn es dort weiter Verkaufsdruck gibt, die Unterseite ist relativ weit offen, haben wir ja gerade auch gesehen. Also an dieser Stelle muss man einfach schauen, was die Währung macht. Wir bekommen hier auch noch die Frage, oder ich bekomme die Frage, ob die Schweizer Notenbank nicht intervenieren wird. Ich habe da so meine Zweifel. Die Schweizer Notenbank hat ja lange, lange Zeit interveniert und ist jetzt aus der Intervention rausgegangen. Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich richte mich bei sowas wirklich einfach nur nach diesen Dingen, die wir hier aus charttechnischer Sicht sehen. Sollte die Notenbank intervenieren, sehen wir das definitiv auch im Chart. Von der Seite her muss man einfach schauen, was wird an dieser Stelle. Aber die Schweizer Notenbank hat ja vor geraumer Zeit diesen starken Druck auf den oder beziehungsweise die Interventionsmaßnahmen komplett rausgenommen. Dann gab es ja diesen extrem starken Knall nach unten. Mal gucken, ob wir das hier drinnen sehen. Hier oben saut das, baff, da hat es geknallt. Hier, es war ja lange Zeit dieses Level auch mit da. Wenn sowas kommt, gut, wenn dann plötzlich Interventionsmaßnahmen kommen sollten, das sind dann erratische Maßnahmen, die nach oben oder nach unten laufen können. Aber wenn man sich das Ganze anschaut, was hier los ist, ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht, wenn die Charttechnik uns hier keinen Hinweis gibt. Aber in dem Moment, in dem so eine Meldung rauskommt, dass jetzt Interventionsmaßnahmen kommen, dann knallt der Chart eh in die eine oder andere Richtung. Und deswegen sage ich mal, das, was ich hier gerade gesagt habe, ist rein charttechnischer Natur, ohne irgendwelche Stützungsmaßnahmen zu tun. Und wenn da was kommen sollte, dann merkt man es. Aber laut rein, also sage ich mal, von dem, was wir jetzt hier aktuell sehen, schaut der Markt einfach auf das, was sich hier ergibt. Und damit ist entsprechend gut. Wir schauen jetzt auf die Nachrichtenlage und dann auf das, was wir in den großen Indizes sehen. Das heißt, wir gucken jetzt mal schnell auf das, was wir in dieser aktuellen Handelswoche an Nachrichten gesehen haben. Das heißt, hier an dieser Stelle in der kürzeren Handelswoche, wir haben es gesehen, aus den USA haben wir Mittwoch Einzelhandelsumsätze bekommen. Na klar, die sind geschrumpft, das ist logisch, das ist zu erwarten gewesen. Was wir hier an dieser Stelle sehen, mit Blick auf den Rohölpreis und beziehungsweise auf die Lagerbestände, das ist natürlich weiter sehr, sehr, sehr dramatisch. Wir sehen es hier, der nächste Rückgang, und ich hatte es ja schon mal gesagt, ich bin mal gespannt, wann die Lager voll sind. Vielleicht sind sie auch schon voll und wir wissen es nur noch nicht, aber es ist einfach so, momentan wird sehr, sehr wenig Öl gebraucht, deswegen sehen wir den Ölpreis hier auch massiv unter Druck. Am Donnerstag haben wir aus Australien gute Nachrichten seitens der Erwerbstätigenzahl gesehen. Hier gab es einen Zuwachs. Erwartet war ein sehr, sehr starker Rückgang. In den USA gab es hier von den Baugenehmigungen positiv vermeldete Nachrichten. Auch die besser ausgefallen als erwartet. Das Thema Arbeitslosenhilfe, also Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das ist natürlich weiter brutal schlecht. Also das ist einfach irre, was in den USA los ist. Da gibt es ja auch nicht wirklich sowas wie Kurzarbeitsgeld oder sowas, was es bei uns in Deutschland gibt. Daher die Arbeitslosenhilfe sehr, sehr stark beantragt. Das ist schon Wahnsinn. Also der Arbeitsmarkt in den USA, der ist unter brutalem Druck. Und dieser Druck ist halt einfach auch da. Deswegen versuchen entsprechend auch die Notenbanken und die Regierung hier in den USA das Ganze, soweit es geht, zu stützen. Und wir werden nachher im Beachbook auch sehen, dass es zwar Entlassungen gibt, aber dass die Unternehmen sozusagen darauf Wert legen, dass die, wenn die Geschäftstätigkeiten wieder aufgenommen werden, die Leute wieder zurückzuholen, weil der Arbeitsmarkt war ja vor der Krise oder vor der Pandemie sehr, sehr angespannt. Es fehlte an Fachkräften. Von der Seite her versucht man sich dort entsprechend auch die Leute warm zu halten und das Ganze dann schnell wieder rückgängig zu machen. Aber die Zahlen, die sprechen halt momentan einfach für Bände. Und das, was wir gestern auch noch an Wirtschaftsindikation vom Philly Fed Herstellungsindex gesehen haben, ist auch, da ist irre, was hier zurückgeht. Wenn man das mal schaut, er hat einen Punktestand von minus 56,6. Das ist schon heftig. Aber gut, es ist, wie es ist. Wenn wir uns die Indizes anschauen, was wir gleich auch machen, die laufen ganz in die andere Richtung. Also wir sehen momentan eine sehr, sehr starke Abweichung zwischen dem, was an den Märkten gespielt wurde und dem, was die Zahlen hier bringen. Von der Seite her gucken wir uns das Ganze in der großen Chartanalyse gleich auch mit an. Und damit blicken wir bei den Terminen noch auf das, was wir nächste Woche bekommen. Und dann geht es in die große Chartanalyse. Nächste Woche auf der Uhr hier
am Dienstag gibt es aus Großbritannien Arbeitslosenzahlen bzw. die Durchschnittseinkommen inklusive Bonuszahlung aus den USA bekommen wir Daten um die Verkäufe bestehender Häuser. Am Mittwoch geht es weiter. Aus Großbritannien kriegen wir Daten zum Verbraucherpreisindex und aus den USA wie jede Woche Mittwoch die Rohöl-Lagerbestände. Am Donnerstag dann gibt es von den Briten die Einzelhandelsumsätze. Wir bekommen in Deutschland den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe und aus den USA die Daten zu den neuen Häusern, Verkäufen und am Freitag gibt es den IFO-Geschäftsindex. Geschäftsklimaindex für Deutschland und die Auftragseingänge für langlebige Güter aus den USA. Das mal eine kleine Planung entsprechend der Nachrichtenseite hier aus der oder für die kommende Woche. Und damit zurück zu den Märkten und wir schauen jetzt auf die Indizes entsprechend mal drauf. Beziehungsweise, bevor wir auf die Indizes schauen, ich hatte es ja gestern in den Morgenanalysen drin. Da haben wir auf Brent geschaut. Wir gucken jetzt mal auf das WTI an dieser Stelle. Und ich hatte ja gezeigt gerade, dass die Rohöldaten sehr, sehr, sehr schlecht diese Woche wieder ausgefallen sind. Und was wir hier beim Ölchart momentan sehen, ist ganz einfach weiterhin eine Range hier oben knapp um die Marke, so zwischen 27 und 28 auf der Oberseite und unten zwischen 19 und 20 Dollar gerade irgendwo der Schwungbereich an dieser Stelle. Und wir sehen momentan halt einfach, wir haben ja diese Woche auch die Meldungen bekommen, dass es Förderkürzungen geben wird, aber die helfen einfach nicht. Ne? Die Nachricht kam, der Markt ist gefallen und damit liegen wir jetzt wieder schön hier unten auf der Unterseite drauf. Und wenn wir uns das Ganze mal wirklich im Tageschart anschauen, es ist abwärts gerichtet, ein Boden ist noch längst nicht gefunden. Es schaut so ein bisschen aus, als lupft der Markt immer mal unten so die 19-Dollar-Marke im WTI an, um dann wieder so ein bisschen nach oben zu trenden. Muss man schauen, wie es wird. Wie schon gesagt, ich hatte das in den groben Analysen hier an dieser Stelle ja auch schon mal gezeigt. Wenn man einfach mal ausmisst, wie die Korrekturtiefe hier oben gewesen ist, vom Potenzial her, wäre es durchaus denkbar, dass wir hier, wenn der Verkaufsdruck weitergeht, Kurse so zwischen 12 und 15 US-Dollar für das Barrel Öl rein aus technischer Sicht sehen werden. Ich weiß es nicht, ob es kommt, aber wenn diese Schwelle hier unten tatsächlich nicht halten sollte, ist der Weg nach unten halt wirklich sehr, sehr frei. Und das sind mal so die Marke, die man ganz grob über den Daumen aus der Ausmessung dieser Korrekturhöhe hier nach unten mit reinnehmen kann. Das heißt, die Ausmessung hier von diesem Tiefbereich auf diesen Hochbereich, wenn man das mal unten reinspiegelt, dann stehen wir hier unten um die 12,50 Dollar Marke. Das ist der Weg, der nach unten durchaus da ist. Ob es soweit kommt, man weiß es nicht. Wenn es hier in dieser Spanne unten bleibt, dann haben wir weiter den Schwankungsbereich irgendwo zwischen 19, 20 bis hoch zu 27, 28. Das kann man dann auch nutzen. Immer mal hinschauen, was in diesen Bewegungsbereichen hier an dieser Stelle passiert. Aber da versuche ich auch hier morgen in den Briefings immer mal mit reinzuschauen. Das zum Öl und damit gehen wir auf die Indizes, das heißt auf den DAX, schauen wir zuerst einmal drauf. Wir machen mal schnell den Blick auf die Vogelperspektive, das heißt wir schauen mal in den Wochenchart hinein und da sehen wir sozusagen, dass dieser Trend, den wir auf Tagesbasis sehen, nach oben weiterläuft. Wir haben ein Zwischenhoch diese Woche auch geschrieben, heißt also an dieser Stelle, der Markt geht hier schön trendig entsprechend auch mit hoch, wenn man das auf Wochenbasis sieht, hier an dieser Stelle. Man muss einfach sagen, ich weiß persönlich auch nicht genau, wie es weitergehen wird. Wer soll das schon wissen? Möglicherweise laufen wir jetzt wirklich wieder Richtung Norden. Es wird wahrscheinlich auch schwankungsbreit bleiben. Also wie schon gesagt, das ist so ein bisschen das Navigieren hier im Nebel. Aber es gibt halt immer wieder sehr, sehr positive Momente. Und zwar sind das die Momente, wenn wir wichtige charttechnische Marken aus dem Markt rausnehmen. Und eine dieser wichtigen charttechnischen Marken war beispielsweise hier gewesen, das Zwischentief, was wir hier gesehen haben im Jahr 2018 im Dezember, als der Markt hier das Tief erreicht hat, das Jahrestief und dann angestiegen ist von der Marke um die 10.300 bis hoch aufs neue Allzeithoch. Das war sozusagen damals der Kaufbereich und da sind wir ja durch die Pandemie massiv nach unten drunter gebrochen und das Ganze jetzt nach oben wieder rauszunehmen und der Markt scheint tatsächlich aktuell drüber zu halten,
Wenn das Ganze so bleibt, dann wäre das erstmal ein sehr, sehr positives Zeichen, dass der Aktienmarkt zumindest erst einmal nicht unbedingt neue Tiefs schreiben wird. Das heißt hier vom Tisch, das sage ich mal so, wie es ist, eine V-Korrektur hier auf Wochenbasis. Ich kann mich mit dem Gedanken immer noch nicht so richtig anfreunden, dass wir wirklich einfach so nach unten gefallen sind und jetzt einfach so wieder nach oben auf die alten Hochs gehen. Ich habe immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir sagen, okay, wir kriegen vielleicht ein W oder ein U als Formation, das wir hier sehen. Aber es schaut momentan zumindest ein bisschen so aus, als wenn wir die Tiefs gesehen hätten. Zumindest wenn man sich auch mal das Ganze von der fundamentalen Seite her anschaut, wie sich die ganze wirtschaftliche Situation an dieser Stelle mitentwickelt. Und das ist halt etwas, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Was man in den Medien momentan liest, ist einfach, dass das die schwerste Krise seit der schwarzen Zeit in den 1900ern hat, also dieser schwarze Freitag und diese große Weltwirtschaftskrise, die wir da gehabt haben. Es gibt aber einen sehr, sehr gravierenden Unterschied meiner Meinung nach, und den darf man nicht außer Acht verlassen, beziehungsweise außer Acht lassen. Das, was damals historisch der Fall gewesen war, da hatten wir wirklich eine Krise, die durch, Entschuldigung, die durch die Wirtschaft ausgelöst wurde. Das heißt, durch eine extreme wirtschaftliche Schwäche wurde diese Krise auch ausgelöst. So, und jetzt kann einfach jeder mal überlegen, durch was wurde diese Krise, die wir jetzt haben, ausgelöst? Ja? Diese Krise wurde nicht durch eine massive wirtschaftliche Schwäche ausgelöst, sondern diese Krise wurde durch eine Krankheit ausgelöst. Und man geht einfach davon aus, dass wenn diese Krankheit vorüber ist, dass die Wirtschaft sich deutlich schneller erholen kann, weil entsprechend dann, wenn die Arbeitslosigkeit zurückgeht, relativ schnell wieder alles in den relativen Normalzustand zurückkehren kann. Ja? Das heißt, klar sehen wir eine Rezession. Wir sind ja mittendrin und die Rezession ist auch nicht von heute auf morgen vorbei, weil der Wirtschaftsabschwung, der jetzt gekommen ist, das ist ja auch nichts, was man einfach vom Tisch wischen kann. Aber der Markt spielt halt auch so ein bisschen die Hoffnung. Und wenn man einfach sieht, wenn die Pandemie vorbei ist und wenn die Maßnahmen, die man jetzt macht, dass die nachhaltig sind, ja, dass es immer mal auch kleine Rücksetzer geben kann, das ist alles ganz klar. Aber wenn die Wirtschaft sieht, die Börse sieht, es kann sich alles gut, sage ich mal, zum Guten wenden, dann nimmt die Wirtschaft halt irgendwann wieder an Fahrt auf. Und das ist ja das, was der Aktienmarkt immer so ein bisschen vorausnimmt. Und das mag das sein, was wir hier an dieser Stelle sehen. Und was wir auch gesehen haben diese Woche, wenn wir uns mal den Tageschart anschauen, der Markt ist schon weiterhin sehr, sehr, sehr nervös. Ne? Wenn wir uns die Volatilitätsindizes anschauen, die sind zwar ein ganzes Stück zurückgekommen, die notieren aber immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Und wenn wir sehen, wir haben hier beispielsweise diese Woche einen Tag gehabt, das war der Mittwoch, da ging es richtig brutal nach unten im DAX. Über 500 Punkte nach unten. Da hat der Markt plötzlich wieder schlechte Nachrichten gespielt und damit sehen wir, dass der Markt schon sehr, sehr, sehr nervös ist. Was wir momentan aber halt auch sehen, ist, dass wir hier wichtige Drehpunkte haben, wichtige Marker. Hier der Ausbruchsbereich um die Marke von knapp 10.100 Punkten, der hat erst einmal gehalten. Hier sind wir jetzt wieder weiter über der Marke von 10.300 Punkten. Das scheint also so ein bisschen ein Kauflevel zu geben. Und jetzt wird es halt wirklich interessant. Schafft es der Markt hier oben drüber, übers Zwischenhoch, was wir an dieser Stelle gesehen haben? Das heißt hier ganz knapp über die Marke von 10.800 Punkten nachhaltig drüber. Dann haben wir weiter die Chance, hier oben reinzulaufen. Und das hatte ich ja beim letzten Mal auch gesagt. Wir haben hier Bereiche in der Charttechnik, wo wir erst einmal hier das Gap haben. Das ist eine Seite, Thema Gap Close, ist interessant. Das andere hier oben, dieser Verkaufsbereich um die Marke von 11.600 Zähler, das sind wichtige Anlaufmarker und das ist durchaus das Potenzial, was wir haben aus technischer Sicht, wenn wir von dem Tief hier unten die Distanz einfach nach oben weitergehen, dann sind das durchaus Anlaufbereiche, die wir da haben, wenn der Markt positiv bleibt. Aber wie schon gesagt, die Kuh ist noch lange nicht vom Eis. Momentan spielt der Markt halt die positiven Dinge. Und das ist auch das Bild, das wir aktuell am US-Markt sehen. Der US-Markt hat direkt, wenn wir uns das gestern oder wenn wir uns diesen Verlauf hier auch mal anschauen, direkt extrem positiv auf das reagiert, was Donald Trump gestern Abend gesagt hat. Auch der Plan, der mehrstufige Plan, der dreistufige Plan, um die US-Wirtschaft wieder voranzubringen,
Das ist ein erstes positives Zeichen. Dann gab es ein weiteres Zeichen, ein fundamentales Zeichen, dass es möglicherweise ein Arzneimittel gibt, was die schweren Verläufe dieser Krankheit unterstützen kann, wo eine deutlich schnellere Heilung auch da ist. Das ist natürlich auch sehr, sehr positiv, weil wenn man ein Heilmittel gegen diese Krankheit hat, dann kann man halt, wenn die wieder ausbrechen sollte, etwas dagegen tun, dass die Schwere vom Verlauf her deutlich geringer ausfällt und auch die wirtschaftlichen Auswirkungen deutlich geringer sind. Das ist auch eine positive Nachricht. Und das spielt der Markt halt. Das heißt, hier scheint es wirklich den Drehpunkt mittlerweile gegeben zu haben, dass man einfach wirklich sagt, wenn wir hier die positiven Meldungen haben, wird der Markt das positiv spielen. Und das ist ja auch das, was wir sehen. Und wenn wir dann von großen Investmenthäusern auch hören, dass man einfach sagt, okay, wenn positive Meldungen kommen, dann sind wir bereit, auch wieder einzusteigen. Dann merkt man halt auch, dass das große Geld wieder zurück in den Markt kommt. Und das ist interessant. Schauen wir uns mal den S&P 500 hier an dieser Stelle an, mit dem Blick in den Zoom hinein. Dann sehen wir hier auch, genau wie wir es im DAX gesehen haben, wir hatten hier einen sehr, sehr wichtigen Bereich, die Marke um die 2740 Punkte hier in diesem Bereich. Das war hier drüben der Unterstützungsbereich. Hier sind wir drunter durchgefallen. Hier gab es einen Schwungbereich. Da war es der Widerstand. Wir sind jetzt drüber, der Bereich hier unten um die 2750 Zähler hat auch immer als Haltebereich gehalten. Das heißt, hier schaut das Ganze recht positiv aus. Der Verortungsbereich, wo wir gerade stehen, ist auch sehr, sehr wichtig hier an dieser Stelle. Also wir sehen, der Markt ist oben gut rausgekommen. Und wenn wir mal sehen, wo wir hier laufen, das ist auch ein kleinerer Verkaufsbereich jetzt hier gewesen an diesem Punkt, die Marke um die 2900 Punkte. Da sind wir jetzt rangelaufen. Wenn der auch übernommen wird, dann haben wir wirklich die Chancen offen, weiter oben reinzulaufen. Und dann könnten wir durchaus relativ schnell hier oben in diesen Bereich reinlaufen, hier da oben ran. Das wäre mal der nächste Anlaufpunkt aus rein charttechnischer Sicht. Also nichts ist unmöglich, wenn wir tatsächlich hier diesen Verkaufsbereich um die 2,9 rausnehmen, ist der Weg nach oben hin erstmal offen Richtung 3000, 3100 Punkte im S&P 500. Und das ist meiner Meinung nach doch ein sehr, sehr positives Bild. Aus den Augen verlieren darf man aber allerdings nicht die Unterseite. Sollten wir hier kurzfristig zum Wochenende heute unter das Tagestief drunter fallen, dann sollte man hier den Gap Close mit im Blick haben. Das heißt, hier auch die zwei Marken, die wir hier haben, erst einmal hier zum Tagesschluss von gestern, hier drüben, da hänge ich mal ein Preisschildchen dran. Also hier ganz knapp hier die Marke um die 2840 Punkte Marke, beziehungsweise dann hier dieses Zwischenhoch da oben um die 2850, 55 Zähler. Das sind mal die Marker, die wir auf der Unterseite hier durchaus liegen haben, hier mit Blick in den S&P 500. Und damit haben wir zwei große, wichtige Indizes angeschaut. Wir haben den Blick auf WTI gemacht. Fragen sehe ich hier jetzt nicht an dieser Stelle. Das heißt, ich würde sagen, dann wird es jetzt für uns so um 10 nach 9 Zeit, dass wir mal noch den Blick in die US-Wirtschaft reinsetzen. Das heißt, wir sprechen hier an dieser Stelle jetzt einmal direkt über das Thema, wie geht es denn entsprechend der US-Wirtschaft, und das mit dem Blick in das Bischbuk. Da mache ich auch ein kleines zweites Video wieder mit dazu. Deswegen gibt es jetzt gleich nochmal den Risikohinweis.